Du bist jetzt im vierten Jahr bei Jung Partner und hast Master- und Steuerberater-Examen gemacht. Richtig. Welche drei Tipps würdest du den Kollegen geben, damit das gut gelingt? Erstens, man braucht eine Freistellung und die Unterstützung der Kanzlei. Zweitens, man braucht ein gutes Team, mit dem man zusammen auch vielleicht lernen kann, also Kollegen, die mit ins Examen gehen. Und drittens braucht man eine Kanzlei, die einen auch fördert und später auch eine Perspektive bietet. Und das war gegeben? Das war gegeben. Hallo, ich bin Stefanie, ich bin Steuerberaterin in der Gestaltungsberatung bei Jung Partner. Test, Test, Treff. Ich bin Kevin, Steuerberater in der laufenden Beratung. Einfach macht Sinn, so. Den Donut, den hat jeder ausprobiert, das ist gerade der Felix. Arbeiten war super möglich, wir konnten uns da über unsere Homeoffice-Zugänge ganz normal einwählen, arbeiten, konnten sowohl fachlich arbeiten, hatten also den Kontakt zu den Mitarbeitern, die in Deutschland geblieben sind und zu den Mandanten, konnten aber auch die Mandanten, die auf Mallorca waren, treffen, konnten uns auch um strategische Themen kümmern, die wir im Alltag vielleicht nicht schaffen. Arbeitstechnisch eine rundum gelungene Woche. Ich fand es bei Willi Plattes super. Da wir mit Willi Plattes kooperieren, konnte ich auch den einen oder anderen Fall mit ihm besprechen. Das Interessanteste, was ich da mitgenommen habe, war, dass in Spanien keine Erbschaftssteuer ist seit dem 01.01.2024. Da haben wir noch ein bisschen was über das spanische Steuerrecht und über die spanische Vermögenssteuer gelernt. Das ist ein Schmackofatz. Es gibt ja das Vorurteil, dass wir bei Jung Partner nur Gestaltung machen. Merlin, kannst du da vielleicht was zu sagen? Ja, ich aus der laufenden, also ich habe mich ja auch extra wegen dem laufenden Bereich beworben und die Gestaltungsmandate gehen zu großen Teilen dann auch in die laufende über. Deswegen, wir haben echt sehr, sehr spezielle, anspruchsvolle und auch spannende Mandate, was auch die laufende bei Jung Partner besonders macht. Also der Digitalisierungsgrad ist deutlich höher als in der alten Kanzlei und das Arbeitsklima ist durchweg auf Augenhöhe, egal wer welche Position bekleidet. Also ich werde hauptsächlich in den Sachen eingesetzt, wo ich mich spezialisiert habe und da wird auch Rücksicht drauf genommen. Also ich kriege jetzt keine Mandate, von denen ich keine Ahnung von Fachthemen habe etc. Ich bin Steuerberater in der laufenden Beratung. Ich habe den Marvin dabei. Steuerberater in der Gestaltungsberatung. Erzähl uns doch einfach mal, was du zu unserer Zusammenarbeit sagen kannst. Die Mandanten kommen zu uns mit verschiedenen Wünschen, Unternehmensstrukturen und dann werden die erstmal im Rahmen der Gestaltungsberatung beraten. Man setzt die optimale Struktur für die auf und unsere Zusammenarbeit ist ja dann, dass wenn diese Struktur einmal steht, dass wir die dann halt auch noch laufend betreuen können und unsere beiden Abteilungen immer zusammenarbeiten. Haben gerade so 6, 7, wir beide alleine schon Umstrukturierungen, wo ja auch geplant ist, das nachher dann laufen, weiter betreuen zu lassen. Ne? Cut, stehen bleiben, nicht bewegen. Sascha, du bist der Rechtsanwalt in unserer Kanzlei. Was ist deine Aufgabe? Also als Jurist begleite ich das Projekt auch von Anfang an mit. Und wenn das steuerliche Konzept steht, gilt es dann, das Ganze auch vertraglich umzusetzen in Zusammenarbeit mit unserem Notar. Wir bereiten die Verträge vor, damit diese dann zeitnah auch vom Notar beurkundet bzw. beglaubigt werden können. Und wenn die Kollegen in der Gestaltungsberatung mal eine rechtliche Frage haben, kommen sie dann auch zu dir? Ja, selbstverständlich ist es so, da wir ja kurze Dienstwege haben bei uns im Büro, dass rechtliche Fragen dann auch direkt beantwortet können im persönlichen Gespräch oder vielleicht halt bei einer kurzen Stellungnahme direkt gegenüber dem Mandanten. Also ist der nicht langweilig? Also bisher war mir noch nie langweilig. Was hast du noch für Fälle, Joel? Ja, also vermehrt Wegzugsfälle bei mir auf dem Tisch. Dadurch, dass ich vorher den Diplom-Finanzwirt gemacht habe, jetzt einen Master im internationalen Steuerrecht. Du machst ja auch, glaube ich, die Masterclass. Wie sieht es da aus? Was kriegst du da? Neben dem Masterclass hast du natürlich sehr viele Fälle, weil man dort im ersten Kontakt mit dem Unternehmer tritt. Und das ist auch sehr interessant, weil es sehr abwechslungsreich ist. Wir haben beide so um die 10 Steuerberater, die uns mit Fällen befüllen. Und dann noch einen Hauptansprechpartner oder auch einen zweiten. Genau, den überwiegenden Teil kriege ich dann von meinem Hauptsteuerberater. Aber um so ein bisschen Abwechslung auch reinzubekommen, habe ich eigentlich mal mit jedem Steuerberater auch einen Fall. David, wir haben ja auch einen Fall zusammen, wo wir in der laufenden mit der Gestaltung zusammenarbeiten. Erzähl den Leuten doch mal, wie wir da zusammengearbeitet haben. Genau, wir haben eine Umstrukturierung vorgenommen. Dazu haben wir eine Einbringungsbilanz benötigt. Die hast du erstellt. Und ja, jetzt würden wir den Vorgang abschließen. Genau, das ist so die Regel zusammenarbeiten.
Das war die Strategiewoche 2024 auf Palma de Mallorca. Und wenn Sie nächstes Jahr bei unserer Strategiewoche dabei sein wollen, bewerben Sie sich nun auf www.jun.com/karriere. Bis dahin. Probieren wir es damit mal. Sehr gut.